Eins, zwei, drei. Hallo alle zusammen, mein Name ist Laban Asma, ich bin Mitarbeiter vom Fraunhofer IEM hier in Paderborn und beschäftige mich so in meinem Arbeitsalltag mit dem Thema Innovation, Innovationsmanagement. Und ich will heute mit euch drei Sachen klären. Erstens, warum sollte man als produzierendes Unternehmen experimentieren im Innovationsprozess? Zweitens, was ist das eigentlich, dieses Experimentieren im Innovationsprozess? Und drittens, welche Vor- und Nachteile hat es? Und was gibt es da eigentlich für Praxisbeispiele? Schaut man sich etablierte Unternehmen an im produzierenden Gewerbe und schaut, wie die eigentlich so auf neue Ideen kommen und diese Ideen dann auch wirklich zu Produkten realisieren, dann läuft das meistens so ab, dass da irgendwelche Verantwortlichen gibt, die dann sich für diese Idee dann stark machen, diese Idee dann vielleicht 2-3 Jahre lang analysieren, dann entwickeln, zur Marktreife bringen und dann kommen sie mit einem Produkt an den Markt, zeigen es am Ende den Kunden und müssen feststellen, der Kunde will das Produkt gar nicht. Entweder war irgendwie das Problem nicht existent, die Idee hat ein Problem nicht richtig aufgegriffen, was auch immer. Da gibt es ganz viele verschiedene Ursachen und genau da greift vor allem frühe Validierung im Innovationsprozess ein, nämlich indem man durch diese Experimente letztendlich von Behauptungen zu validierten Aussagen kommt. Also ich vermute nicht am Ende nur noch, dass mein Kunde ein Produkt haben will, sondern ich weiß das. Und ich weiß das, bevor ich überhaupt mein Produkt entwickelt habe. Wenn ich eine Idee habe für irgendetwas, dann weiß ich nicht, dass diese Idee am Ende Erfolg hat. So, und wenn ich jetzt den Fehler mache, wie gerade beschrieben im produzierenden Gewerbe, dass ich 2-3 Jahre entwickle und am Ende dann erst gucke, was der Kunde dazu sagt, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir scheitern. So, frühe Innovationsexperimente lassen eigentlich genau diesen Prozess sehr schnell durchlaufen, nämlich indem der Verantwortliche im Unternehmen die Idee irgendwie sehr schnell greifbar macht und irgendwie eine Art von Prototyp baut. Das kann dann sein, ein Pitch-Deck, der marketinggerecht ist, aufbereitet ist. Das kann aber auch eine Landingpage sein, die ein Produkt oder eine Idee einfach beschreibt. Das kann dann aber auch so im primitivsten Fall, das nennt man Minimum Viable Product, also irgendeine Art von Produkt, die kritische Anzahl von Funktionen hat, aber auch jetzt keine Vision eines Produktes implementiert ist, sondern wirklich nur auf den Kern reduziert, dass man die sehr schnell aufbaut. Das nennt man dann in einem Fachjargon Build, Measure, Learn, also sehr schnell etwas aufbauen, dann zu dem Kunden hingehen, das zeigen, meinetwegen die Idee pitchen in einer Präsentation und dann gucken, was für ein Feedback er gibt. Wenn das Kundenfeedback dann beispielsweise ist, richtig gute Idee, trifft perfekten Bedarf, den ich habe, dann weiß man, okay, wir haben zumindest eine Idee, die irgendwo einen Bedarf adressiert. Und so geht man dann kontinuierlich weiter und entwickelt quasi sein Produkt bis zur Marktreife durch verschiedene kleine Validierungsiterationen, die diese Experimente dann darstellen. Um auf den letzten Punkt einzugehen, nämlich Beispiele und was für Vorteile oder Nachteile hat das Ganze, früh zu experimentieren. Wir haben mal ein Projekt durchgeführt mit einem Unternehmen, wo wir eine Idee hatten für ein Produkt, aber gar nicht wussten, okay, gibt es da überhaupt Interesse auf dem Markt? Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben eine Landingpage gebaut, die diese Idee beschreibt. Wir haben eine neue Marke suggeriert mit einem catchigen Namen. Wir haben ein Facebook-Profil erarbeitet und dann haben wir eigentlich im Prinzip diesen Sales-Funnel dargestellt und die Idee über Facebook mit einem bestimmten Budget beworben und geguckt, wie reagieren die Kunden eigentlich? Gehen sie wirklich so weit und klicken auf den Einkaufen-Button? Und anhand dieser realen Daten, weil der Kunde dachte wirklich in diesem Moment, dass das Produkt existiert, konnten wir sehr gut analysieren, besteht überhaupt Interesse daran? Will der Kunde das Produkt für einen bestimmten Betrag kaufen? Und auch, ist die Zielgruppe überhaupt meine Zielgruppe oder gibt es da gewisse andere Leute, die da vielleicht ein bisschen mehr Interesse haben, dieses Produkt zu kaufen? Und auf Grundlage dieser Erkenntnisse haben wir eigentlich das Produkt weiterentwickelt und sind so iterativ immer weitergegangen. Ihr seht, der Vorteil, wir wissen ganz, ganz früh schon, was will der Kunde und was will er nicht und wie viel ist er bereit dafür zu zahlen. Und so gibt es ganz viele verschiedene andere Annahmen, die man dann mit verschiedenen Experimenten validieren kann. Wenn euch das Thema interessiert und ihr Bock habt, euch irgendwie daran auszutauschen, dann blende ich jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein. Schreibt mir einfach mit Fragen, Anmerkungen, Terminanfragen
gerne immer austauschen. Mich interessiert das Ganze ja auch brennend. Und falls euch das Video an sich gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!